So, meine lieben Zuschauer, da sind wir zum zweiten Teil des EZB-Events am heutigen Tag hier am 5. März. Und wir wollen mal sehen, was jetzt passieren wird konkret. Wir haben hier aktuell immer noch ein eher zurückhaltendes Verhalten. Beim DAX haben wir zwischenzeitlich wieder mal ein neues Allzeithoch ausgebildet und sind hier praktisch an die Average True Range, an das berechnete mögliche Tageshoch rangelaufen. Im Vergleich der letzten 14 Tage der Schwankungsintensität, die sehen Sie hier im Prinzip, die hier der DAX als solches ausreizen könnte, allerdings auf die 24-Stunden-JFD-Indikation bezogen. Wir sind gut gelaufen. Jetzt warten wir mal ab, was hier noch reinkommt bei den EZB-Pressemitteilungen. Super Mario dürfte sich jetzt hier auf die Socken machen, beziehungsweise schon jetzt hier am Puls sitzen. Wir werden nachher auch noch einen Link als Webcast einstellen, wo denn hier Super Mario auch live zu beobachten ist. Euro-US-Dollar, hier diese Pending Orders, die im Markt sind, auch vorhin schon mal kurz zu sehen. Der Risikohinweis muss man natürlich an dieser Stelle mal sagen, es sind keine Handelsempfehlungen, sind vielmehr Informationen, wie man am Markt agieren kann. Insofern nehmen Sie das bitte mit, dass es natürlich hier sich lediglich um Marketinginformationen handelt. Ganz wichtig, dass das hier nicht missverstanden wird. Letztlich muss jeder mit seinem Geld natürlich eigenverantwortlich umgehen. Die Idee hier, letztlich einen Ausbruch straight zu starten, kann sich noch erfüllen, je nachdem, was Super Mario jetzt dann so von sich geben wird, beziehungsweise vielmehr, wie der Markt es aufnehmen wird. Wir haben jetzt auch gleichzeitig noch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bekommen. Die sind leicht gestiegen, 319.000, nach zuvor 313.000, jetzt sind es 320.000. Erwartet wurden 319 eben, sind leicht gestiegen. Also insofern mal ein kleiner Vorgeschmack auf die US-Arbeitsmarktberichterstattung am morgigen Tag, die Non-Farm Payrolls. Auch hier werden wir uns 14.30 Uhr nochmal live in den Markt schalten, um sozusagen mal abzuwägen, was hier konkret vonstatten geht. EZB, wie gesagt, warten wir mal darauf, dass der Super Mario hier noch was vonstatten gibt. Der DAX zieht sich so ein Stück weit zurück, wie wir hier sehen, von seinem heutigen High. Aktuell, Euro-US-Dollar versucht sich hier so ein bisschen an der Erholung, ganz klar ist das noch nicht. Dann müssen wir mal sehen, ob hier die Kraft reicht, um hier neue Tageshochs möglicherweise zu machen. Wir sind bislang 56 Pips gelaufen beim Euro-US-Dollar und wer die Analyse von vorhin schon gelesen hat, der wird hier Euro-US-Dollar kennen, dahingehend, dass der Donnerstag statistisch gesehen der schwächste Tag ist, aber wir hier direkt mit Blick auf die letzten 12 Handelswochen eine Range von 150 Pips knapp zu erwarten haben. Am Donnerstag, also ja, ein Tag mit außerordentlicher Volatilität. Der Durchschnitt beim Euro-US-Dollar bewegt sich im Bereich um 90 Pips derzeit, aber dieser Durchschnitt kann gerade zu solchen Event-Tagen, und der Donnerstag ist ein solcher Tag. Wir haben hier glanzvolle 27% der Wochenvolatilität vereinigt auf diesen Tag. Also insofern muss man praktisch schon davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar hier in jedem Falle noch 100 Pips absolvieren wird. Und wir sehen es gerade, er versucht sich hier tatsächlich jetzt neue Tageshochs zu markieren. Wenn wir rausbrechen, jetzt sind wir ausgebrochen, die Order ist auch getriggert dementsprechend, kommt es jetzt darauf an, wie der Markt jetzt hier letztlich weiter verfährt. So, die Buy-Order ist drin, die Sell-Order nehmen wir raus und jetzt warten wir einfach ab, was der Markt macht. Der Stop-Loss ist fix gesetzt, wie schon gesagt, hier bei dem Niveau von 0, bei dem Niveau von 33 Pips entfernt, jeweils vom Entry-Level ausgehend. Wir haben eine leicht schlechtere Ausführung gekriegt, 1,1 Pips mehr als erwartet. 1,1086 sollte die Entry-Order sein, aber das ist völlig akzeptabel. Das ist völlig hinnehmbar. Gerade bei News muss man eben mit Spread-Ausdehnung rechnen. Jetzt ist mal die Frage, die, ob Euro-US-Dollar hier tatsächlich weiter laufen kann. Die Idee, eben das neue Tageshoch zu kaufen, im Sinne dessen, dass die News hier aufgenommen werden, kann sich jetzt umsetzen. Falls nicht, hier unten ist der rettende Stopp. Man muss hier ganz klar natürlich dann sein Risiko limitieren. Wenn eine Trade-Idee oder irgendwas auch immer an den Märkten nicht aufgeht, dann sollte man hier tunlichst die Reißleine ziehen. Und auch das kann natürlich passieren nach einem Fill, dass man dann hier den Stopp sozusagen um die Ohren gehauen bekommt. Das gilt es natürlich hier dann immer zu berücksichtigen. Deswegen geben Sie Obacht, kein Trade ohne Stopp. Ganz, ganz wichtig, damit Sie sich nicht den Account zerschießen. Der DAX hingegen hier so ein bisschen im Festigungsmodus oberhalb des Widerstands 11.450 Punkten. Das ist ein wichtiges Level, da sollten wir heute nicht mehr drunter fallen. Also wenn wir uns oberhalb dieses Levels weiter behaupten können, und wir haben die Range im Prinzip ausgeschöpft, dann wäre das sicherlich auch für morgen eine gute Ausgangsbasis zu den Non-Farm Payrolls, dann praktisch hier eine
weitere Aufwärtsbewegungen zu erleben. Die Non-Farm-Payrolls morgen 14:30 Uhr, wie gesagt, die können den Markt nochmal ordentlich durchrütteln, auch natürlich den Euro-US-Dollar. Und als solches wollen wir mal abwarten, was passiert. Wir schauen mal, was die News-Seite gerade macht. Super Mario hat hier das Statement verlauten lassen. Am kommenden Montag beginnen praktisch die Anleihekäufe. Das ist schon mal das Statement, was man hier sozusagen ableiten darf. Und das war auch nicht anders zu erwarten, als dass es eben im März konkret losgeht. Die Milliarden stehen bereit und die Anleihekäufe können hierbei getätigt werden. Gut, ansonsten zur News Order selber. Diese kann hier gehalten werden bis zum Abend, also durchaus bis 17, 18 Uhr. Wer mag, auch spätestens 21, 22 Uhr sollte man die Order allerdings rausnehmen. Es empfiehlt sich natürlich bei Ausbau der Positionen hier an gewissen Punkten den Stopp einerseits nachzuziehen, zum anderen auch durchaus mal einen Teilverkauf zu erwägen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier aktuell 66 Pips zurückgelegt, sind jetzt hier wie gesagt auf Tageshochniveau. Und wenn man jetzt hier rein von der Average True Range auch hier ausgeht, hätte man jetzt erstmal Luft bis 1,1116. Wenn wir hier angekommen sind, dann ist es dann doch schon an der Zeit, dass wir hier über einen Overrange Day sprechen, der dann auch sozusagen noch viel, viel mehr Luft nach oben zulässt. Gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart, um mal das kurzfristige Intervall näher zu beleuchten. Da sehen wir hier die Action. Und auch was sehr schön zu sehen ist, hier praktisch das gestrige Tageshoch. Ja, auch heute Morgen hier ein schöner Widerstand gewesen, also wirklich ganz, ganz klassisches Level. Hier jetzt zuvor auch nochmal dieses Level touchiert, hier dann drüber, jetzt Pullback. Also das ist eine ganz, ganz saubere Geschichte, was Euro-US-Dollar hier abliefert. Also hier praktisch den Ausbruch auf das gestrige, über das gestrige Tagestief. Rücksetzer Pullback an genau dieses Level und jetzt zieht er hier sehr, sehr sauber, sehr, sehr schön nach oben. Wir haben jetzt hier aktuell den Pivot Point erreicht. Frage jetzt, können wir uns darüber absetzen? Wäre das ein bullisches Signal? Viele Intraday-Trader kaufen sozusagen Preise oberhalb des Pivot-Punktes und verkaufen Preise unterhalb des Pivot-Punktes. Insofern wäre es dann jetzt durchaus wichtig, dass der Markt sich hier an diesem Preisbereich sozusagen stabilisiert. Warten wir ab, was noch passiert. Wir sind jetzt hier schon ja, leicht im Gewinn. Kann auf jeden Fall weitergehen. Mal abwarten, was noch kommt. Wie gesagt, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Wir haben auch noch 16 Uhr aus den USA hier nochmal Daten vorliegen. Dahingehend Obacht geben, was denn da sozusagen noch einströmt und inwiefern sich hier die Tendenzen weiter aufbauen. Aber zumindest sieht es jetzt hier, wenn wir auch nochmal in den Stundenchart schalten, so aus, als würde Euro-US-Dollar hier eine Erholungswelle fahren wollen. Hier mal der größere Chart. Jetzt sehen wir auch hier, dass es hier in einem Widerstandsbereich langsam vorgeht. Hier das Niveau eben 1.1613 ist ein schönes Level. Wenn er hier hinläuft, dann aufpassen, ein bisschen Ping-Pong und dann möglicherweise Ausbruch. Dann haben wir heute hier einen klassischen Overrange-Day, der dann möglicherweise hier tatsächlich 150 Pips und mehr verspricht. Aktuell, wie gesagt, 88 Pips. Mal abwarten, was der Tag noch bringt. Die Lockerung stützt die Erholung. Der DAX feiert dies mit einem neuen Allzeithoch. Euro-US-Dollar versucht sich gerade an einer Erholung, weil im Prinzip alles schon eingepreist ist an negativen News. Und insofern wurde hier nicht nochmal die Keule geschwungen. Ich will es an dieser Stelle auch dann schon beenden. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Handelstag. Alles weitere gerne im Stream. Können Sie Kommentare, Charts und dergleichen hinterlassen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Ciao dabei, Ihr Christian Kemmer.